Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ori and the Will of the Wisps. In der letzten Folge sind wir hier im Tintenmoor hingelangt, also bei Folge 0 einfach das Intro nochmal angucken, da unten sehe ich schon eine Level-Orb, an dem wir bestimmt auch noch irgendwie rankommen. Und wir hatten in der letzten Folge leider so Soundkrissel-Dinger und ich habe dann einfach mal in den Community-Hub von Ori reingeschaut und den Entwicklern, also Mood Studios, die übrigens in Österreich sitzen, also ein deutschsprachiges Spiel auf jeden Fall, mega cool, haben gesagt, das Problem ist bekannt und man soll einfach mal eine Lebenskugel das Spiel auf einer SSD installieren und dann sollen die zum größten Teil weg sein. Heißt, das Spiel ist wohl mehr oder weniger noch für Xbox konzipiert worden natürlich, weil das ein Microsoft-Spiel ist. Und auf dem PC gibt es wohl noch ein paar Bugs. Aber ich schaue jetzt einfach mal, ich hab's halt verschoben auf die SSD und ich hoffe, jetzt ist alles besser. So, jetzt bin ich erstmal runtergefallen. Wir haben noch kein Sein oder sowas. Wenn ich hier zum Beispiel auch... Hier sind überall so Sachen, die es beim ersten Teil Abilities gab, wo man hier Sachen machen kann. Sein war zum Beispiel die Kugel, mit der man angreifen konnte. Wir können halt jetzt gerade wirklich nur hüpfen. Dann gab es auch noch so eine Fähigkeit, an die man an so eine Lampe zum Beispiel rangehen kann. Und dann hätte man da oben an den Mana-Kristall gekonnt. Aber das können wir alles noch nicht. Deswegen vermute ich, dass wir hier gleich Sein wieder bekommen sollten. Weil sonst... Was soll ich jetzt machen? Hallo? Hä? Aber ich sehe, wir haben schon diesen Wandsprung. Das war zum Beispiel auch eine Fähigkeit beim ersten Ori. Also da konnte man nicht sofort einen Wandsprung machen. Aber machen kann ich hier trotzdem nichts. Sollte hier irgendjemand leben? Hallo? Hallo? Ist hier irgendwer? Scheinbar nicht. Okay. Vielleicht werden wir den Mitbewohner oder die Bewohner allgemein, der da lebt, noch kennenlernen. Und zwar früher, als uns vielleicht lieb ist. Guck mal, ein Gegner! Schießt der Sachen? Nee. Oder doch? Also im ersten Teil hätte er jetzt Sachen geschossen. Ich werde sehr viel auf den ersten Teil eingehen, weil das einfach präsenter ist gerade bei mir. Fackel. Eine Fackel nehme ich gern. Das ist auch schon wieder eine neue Mechanik. Jetzt können wir im Dunkeln gucken. Fackel-Attack! Als ob man mit der Fackel tatsächlich angreifen kann! Wir sind einfach so ein Feuerspucker! Okay, also bisher erinnert das mehr an Hollow Knight. Auch, dass man halt mehr oder weniger so ein... Kann ich jetzt noch eine Rundenattacke machen? Nee. Dass man mehr oder weniger ein Schwert hat, mit dem man angreift. Da haben wir eine Mana-Kristallkugel bekommen. Wird sich auch alles noch erklären. Jetzt können wir doch bestimmt hier auch durch, oder nicht? Nee, also wir können den Wald nicht anzünden. Aber hier können wir durch. Ja! Ja! Brenne, du komischer... Transkadums. Und da haben wir schon unseren ersten Freund, wie es aussieht. Hallo! Who are you? Wohnst du da oben, Tok? Was bist du denn? Offensichtlich kein Moki. Kommst nicht mal aus Niven, was? Ich bin durchs ganze Land gereist und habe deinesgleichen noch nie gesehen. Bist vielleicht von jenseits des Wassers gekommen? Nun, was auch immer du bist, ich bin Tok, ein Wanderer in diesem Land, denn... Den guten Teil zumindest. Ich selbst suche hier Schutz vor dem Sturm, aber wenn du noch weiter möchtest, wirst du durch das Geistertor im Osten gehen müssen. Dafür brauchst du zwei solcher Schlüsselsteine wie diesen hier. Und in der Höhle da vorne befindet sich zufällig noch einer. Um dort nach dem Stein zu suchen, muss man aber etwas leichtfüßiger sein, als ich es wohl bin. Was denkst du? Okay, es gibt tatsächlich jetzt Quests. Also mehr RPG als auch beim ersten Teil. Ich glaube, im ersten Teil gab's gar niemanden, der was gesagt hat, außer der Wald. Der hat gesagt, ich rufe dich und Ori, suche das und das. Aber jetzt gibt es tatsächlich Quests. Und wir sehen unten, wir haben jetzt die Fackel ausgerüstet auf X, mit der wir angreifen können. Das ist auf jeden Fall alles ganz anders. Ich hoffe, die Fackel geht nicht kaputt, wie zum Beispiel bei Zelda oder sowas. Das ist übrigens auch ein bekanntes Problem, dass anscheinend man ab und zu aus dem Game rausgeschmissen wird. Warum auch immer. Ich hoffe, das legt sich noch mit der Zeit, mit den neuen Patches oder sowas. Aber okay. Wir haben 168 Levelkristalle, aber man levelt hier anscheinend nicht auf. Dann kann ich mir vorstellen, dass das so ist, dass es einen Levelbaum gibt. Den gab es auch im ersten Teil. Und dass man da dann halt so und so viele Levelpunkte ausgeben muss, um eine neue Fähigkeit zu bekommen. Ich weiß auch schon, welche Fähigkeit ich als erstes nehmen werde. Ich hoffe, hier gibt es auch diese Magnetfähigkeit. Dass... Oh Gott, wie kommen wir denn hier jetzt runter? Dass, wenn hier diese Kristalle und sowas sind, dass man die dann automatisch einsammelt, wenn die in deiner Nähe sind. Aber das kommt ja hoffentlich alles noch. Oh, was war das? Du siehst aus wie ein Gegner. Okay, das ist aber super nervig, dass er dauernd aus dem Spiel rausgeht, gell? Ist das ein kleiner Miniboss? Bist du ein kleiner Miniboss? Alles klar, du kleiner Miniboss. Da fackel ich nicht lange rum und fackel dich zu Tode. Der macht doch nur einen halben Damage. Ich glaube,
Halt, brennt er einfach? Der brennt tatsächlich. Oh, die Fackel macht Brennschaden. Das finde ich ja sehr gut. Ja, war ein Miniboss. Minibosse werden immer durch diese lilanen Türen hier angezeigt. Nein, meine Fackel. Oh. Spring auf blaues Moos, um dich festzuhalten. Okay. Macht das automatisch? Ja, tatsächlich. Okay, blaues Moos. Festhaltaktion. Nice. So viele neue Sachen hier, aber jetzt habe ich keine Fackel mehr. Jetzt bräuchte ich bestimmt irgendwie ein Feuer. Damit das wieder angeht. Okay, aber gleich in den ersten Parts des Spiels schon so viele neue Sachen. Heftig. So, Wandsprung haben wir trotzdem noch. Da oben ist das erste Schlüsselstück. Das Schlüsselstück zum Gewinn. Ja. Und davon brauchen wir irgendwie zwei. Beim ersten Ori war das möglich, dass man diese Schlüsselstücke verdoppeln kann. Ich werde das hier vermutlich auch nochmal irgendwann ausprobieren. Auch wenn es ein bisschen Hacking wäre, aber ausprobieren kann ja nicht schaden. Hallo, Tok, ich habe ein Schlüsselstück. Ah, da bist du jetzt zurück. Erspähe ich da etwa einen Schlüsselstein? Hier ist noch einer für dich. Ich bin ein Vogel, der zu seinem Wort steht. Jetzt kann ich meine Erkundung von Nivens verlorenen Wundern fortsetzen, bevor wir noch mehr von ihnen verlieren. Und du kannst weiter, das machen, was auch immer du bisher gemacht hast. Viel Glück! Dankeschön für den zweiten Schlüsselstein. Oh, da hinten ist wieder ein Boss. Das habe ich auch schon mitbekommen, dass es in diesem Spiel anscheinend viel mehr Bosskämpfe geben sollen als beim ersten Ori. Weiß ich noch nicht, wie ich das genau finden soll. Aber wird bestimmt gut werden. So, das Wasser ist auch nicht vergiftet im ersten Teil. Man kann nicht unendlich unter Wasser bleiben, aber hier gibt es doch bestimmt irgendwas Cooles. Oh, du kannst mir nicht sagen, dass es hier Wasser gibt und dass es hier einfach nichts gibt. Ist garantiert irgendwas versteckt. Da hinten leuchtet zumindest irgendwas. Au, okay, hier ist der Schaden ist versteckt da unten. Ja, wie finde ich denn das? Nicht gut finde ich das. Oh Mann, aber da hat sich eben schon ein Mini oder ein Boss tatsächlich angekündigt mit diesem komischen, diesem Wolf im Hintergrund. Ja, hi, na? Bist du der Wolf von Kindred? Sieht mir ein bisschen so aus. Okay, ich laufe mal erstmal weg, denn ich habe keine Fackel oder irgendetwas, mit dem ich mich verteidigen könnte. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Aua, ich bin nur ein kleines Ori. Hallo, das ist nicht cool. Ich schmecke gar nicht so gut, wie ich leuchte. Aua, hallo, jetzt lass mich doch mal. Oh, ein Glück ist hier Feuer. So. Mit Feuer schlage ich dich zurück, du komisches. Aua, etwas. Okay, der macht sogar ganz Schaden. Das ist aber nicht cool. Aua, hallo, du tust mir voll weh. Kann ich hier nicht einfach das Feuer wieder anmachen? Ich habe die Vermutung, ich werde sterben gegen den, weil ich halt überhaupt nicht ausweichen kann. Nope. Nein, weiche zurück. Du fieser, mieser Hundischnundi. Nein, aus, böse. Geh zurück zu Kindred. Etwas sein Gesicht verbrannt. Das geschieht ihm recht. Das war knapp, Errungenschaft freigeschalten. Ja, und jetzt? Achso, er hatte gerade einen Weg frei gemacht, weil er da so komisch runtergefallen ist, nicht wahr? Hallo. Okay. Rote Pilze oder so. Ich hätte gern mal eine neue Waffe, also so eine richtige Waffe. Aua. Okay, das war richtig dumm. Unser erster Tod, Leute. Wow. Und ihr wart dabei. So, anscheinend war das Howl, also quasi Geheule. Oder, ja, heulen. Hier bräuchten wir wieder eine Fackel, um da durchzukommen. Howl's Bow. Ja, hier brauchen wir überall eine Fackel. Scheint aber gut an Beute was bekommen zu haben, wenn ich hier die ganzen toten Köpfe und sowas sehe. Da ist schon wieder ein Schlüsselstück. Das Schlüsselstück, das hole ich mir doch. Aber ich komme hier gar nicht hoch. Bräuchte vielleicht mal einen Doppelsprung oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da mit einem... Nee. Gott, okay. Das haben wir ganz falsch eingeschätzt. Hier gibt es bestimmt den ersten Schlüsselstück. Ich kann mir auch vorstellen, dass diese komischen Katzenwesen sich auch irgendwie zu so einem riesigen Howl entwickeln können, wenn sie groß sind. Irgendwie sowas. Oh, hier ein Ability-Baum. Da kriegen wir unsere erste Fähigkeit, Leute. Sieht auf jeden Fall auch anders aus als im ersten Teil. Berühren. Garantiert Doppelsprung, garantiert. Hundertprozentig. Während uraltes Licht erwachte. Suchten Naru und Gumo die Nacht hindurch.
Uhu! Uri! Uhu! Ach, lass gut sein. Sie sind weg. Und werde nie wiederkommen. Boy, guck mal. Die fliegen da alle hin, da hinten. Ach, bloß, die sind im anderen Wald. Immer diese Hyänen-Katzenviecher hier. Jetzt habe ich euch gesehen. Ihr seht ja aus wie ich, nur in schwarz. Wow, dachte er. Huch. Na, du? Ah, du bist nicht wie die anderen. Der Kreischer, der Heuler. In dir leuchtet ein uraltes Licht. Der Baum hat sich erinnert. Er wusste, er leuchtete. Er hat seine Erinnerung mit dir geteilt. Die Geisterklinge. Okay, also wir kriegen genauso wie im ersten Teil erst unsere Angriffsfähigkeit. Geisterklinge also. Cool. Nutze jetzt das Licht. Wir wollen sehen. Okay, damit kommen wir garantiert auch durch diese ganzen Stöckerwelle da durch. Okay, wir packen es mal auf X, weil X mit Angreifen ist, glaube ich, ganz cool. Die Geisterklinge klingt ganz nett. Brauchen wir keine Fackel mehr. Ja, damit kommen wir garantiert da durch. Okay, also eher auf Nahkampf getrimmt, dieses Spiel. Und die werden spritzen. So, jetzt bin ich gespannt. Sind die genauso programmiert wie im ersten Teil? Dann könnte man nämlich über die rüber. Nee, sie sind anders programmiert. Okay, da muss ich mich doch nochmal umgewöhnen. Im ersten Teil war das nämlich super einfach, den auszuweichen, wenn man wusste, wie. Aber hier scheinen die anders programmiert worden zu sein. Egal, krieg ich schon irgendwie hin. Ja. 20% von einer neuen Errungenschaft freigeschalten. Ja, also wir haben nicht sein, sondern wir haben so eine komische Klinge. Ich stelle mich gerade ein bisschen dumm an, weil ich aber auch nicht ausweiche. Garantiert kriegt man dann auch noch mehr Ausweichoptionen und so. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das Kampfsystem sich hier dann entwickeln wird. Was bist du? Bist du ein ganzer Mana-Kristall? Man kriegt einfach so Fähigkeiten? Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Ori fliegen weit entfernte Kugeln zu. Genau diese Fähigkeit meinte ich, die ich mir mit einem Level-Up geholt hätte im ersten Teil. Ach, man muss sie anlegen. Ach du Scheiße, gibt's hier viele Fähigkeiten. Okay, Magnet. Ja, rüsten wir erstmal aus. Okay, wir können nur 3 Geistersplitter zur Zeit ausrüsten. Das wird garantiert mit der Zeit noch mehr. Wir haben sogar ein Inventar. Und guck mal, was man hier alles finden kann. Ach du Kacke. Das Spiel wird ja riesig groß sein. Oh man. Okay, kriegen wir schon hin. So, du komisches lila Blommeldings. Erstmal weg. Und uns fliegen jetzt halt alle Sachen zu. Das ist nämlich sehr wichtig, damit man nicht diesen ganzen XP-Punkten immer hinterherlaufen muss. Das ist nämlich super nervig. Das Licht hört auf dich. Du musst tatsächlich ein Geist sein. Wir Moki dachten, all die Geister wären aus Niven verschwunden. Weg! Bis bald, Geister! Du suchst nach jemanden. Wir kennen einen Sucher. Den großen, groß und moosig. Gehe zum Wächter des Sumpflands. Quollok wird dir helfen, den Weg zu finden. Alles klar, Quollok kriegen wir doch easy hin. Hier unten haben wir aber auf jeden Fall noch irgendwas zum Entdecken. Und eigentlich müssen wir nochmal zurücklaufen Richtung Howls Bau, weil da gab es ja ganz viele Stockwelle, wo wir auch durchgehen können. Okay, haben wir noch nicht so raus, was man gegen die Dinger hier machen kann. Die sind ein bisschen merkwürdig. Egal, so. Und ich weiß auch immer noch nicht, was ich mit diesen XP-Dingern machen kann. Da gibt es garantiert auch so einen komischen Baum für. Ich finde es ein bisschen befremdlich, dass man halt diese Fähigkeiten einfach so finden kann. Das heißt, man muss sich hier noch mehr umschauen, um auch die ganzen Fähigkeiten halt zu bekommen. Allgemein umschauen wird hier ein großer Teil des Spiels ausmachen. Ich finde es gut, dass man auf der Karte sieht, wo man herkommt. Diese ganzen gepunkelten Striche, Leute. Zeigen das mich an. Nein, als ob, noch ein Miniboss? Hi. Okay, kein Ding. Ich habe eine ganze Waffe, mit der ich dich easy peasy vernichten kann. Das ist so eine Art Skorpion? Oh, gleich 2 Minibosse? Ist das hier ein Bosswaschraum oder was? 3 Minibosse? Okay, jetzt übertreibt ihr aber schon ein bisschen, oder? Kann ich meine Waffe eigentlich auch aufladen? Nee. Garantiert später noch. Okay. War jetzt auch nicht so schwer. Ehrlich gesagt, möchte ich erstmal runtergehen, bevor ich mich hier weiter umgucke. Vielleicht können wir uns hier fallen lassen. Nee. Nee, tatsächlich nicht. Warum nicht? Oh, in Ori 1 hätte das gegangen. Da hätte man durch diese Pilze durchgehen können. Na gut, nicht so schlimm. Oh, krass. Wir kriegen gleich die zweite Fähigkeit. Das wird dann der Doppelsprung sein. Geht hierher. Zack, auf zack. Doppelsprung.
War so klar. Alles klar, dankeschön, netter Baum, für den Doppelsprung. Mit dem kommt man nämlich auch. Oder auch nicht. Hä, kann man das hier nicht mehr spammen? Wenn man einen Baum hochgeht? Okay, egal. Hier kriegen wir noch eine neue Fähigkeit. Klebrig. Bleibe an Wänden kleben. Achso, die muss man ausrüsten. Da muss ich erstmal dran gewöhnen, dass man die ausrüsten muss. Und dann können wir hier hochklettern. Oh Gott, okay. Das ist schon wirklich eine Umgewöhnung. Das war auch eine eigene Fähigkeit im ersten Teil. Die man, glaube ich, sogar bei einem Baum bekommen hat, dass man klettern konnte. Nun gut, mit dem Doppelsprung können wir natürlich richtig coole Sachen machen. Zum Beispiel können wir jetzt wieder hier hingehen. Und war dann mit dem Doppelsprung hoch? Nein, okay. Können wir richtig cool Doppelsprung rüber machen in die Stacheln rein, Leute. Zweimal und dann sind wir tot. Was wir natürlich auch machen können, wäre hier zum Beispiel mit dem Doppelsprung einfach rüberspringen. Ohne zu sterben. Also das geht auch, Leute. Das könnt ihr alles machen. Ich bin noch nicht so überzeugt von dieser Klebefähigkeit, ob ich die jetzt so gerne mag. Weil die macht anscheinend auch, dass man die Wand nicht so komisch hochlaufen kann. Wie ich das gerne hätte. Nee, ich packe erstmal die Klebefähigkeit raus. Die finde ich ein bisschen komisch. Ihr guckt, weil wenn ich jetzt die Wand so hochlaufe, dann geht das viel schneller, als wenn er da dran klebt. Nun gut, wo können wir denn zum Beispiel sonst noch hin? Können wir hier vielleicht runter? Nein, wir können hier nicht runter. That's sad. Aber wir könnten hier wieder hoch. Und jetzt können wir hier natürlich auch hoch, wo wir vorhin noch nicht hoch konnten. Und da oben gibt es dann garantiert die Geisterschlüssel. Und dann können wir da durch die Tür... Ja, hier gibt es tatsächlich einen Geisterschlüssel. Oh, jetzt aber der zweite? Das ist eine sehr gute Frage. Achso, jetzt sind wir hier. Wieder bei dem Bau, nicht wahr? Oh, ich dachte, man kann hier runter. Kann man aber gar nicht. Das natürlich. Komisch. Lol. Okay, ich habe aus Versehen hier irgendwas gefunden. Ein Portal. Es verbindet, es heilt. Ich war eben super lost und habe hier ein bisschen rumgesucht, aber anscheinend haben wir jetzt ein Portal gefunden. Geisterportal aktivieren. Ist aber unser erstes Geisterportal, deswegen können wir uns nirgendwo anders hin teleporten. Wer die Geisterportale noch gar nicht kennt, die gab es erst in der Definitive Edition, glaube ich. Die gab es in der normalen Ori and the Blind Forest Edition noch nicht. Und an sich konnte man sich hier mal aufleveln, aber anscheinend jetzt bei Will of the Wisps nicht mehr, sondern sich tatsächlich nur noch teleporten, wenn man noch einen zweiten Teleporter hätte. Und speichern halt. Das ist erstmal nur ein Speicherpunkt. Okay. Aber wie es jetzt weitergeht, weiß ich leider trotzdem nicht. Hier ist zum Beispiel noch so ein Ding, wo man so eine nach unten Attacke machen könnte. Und dann wird das kaputt gehen, aber die haben wir noch nicht. Aber ich habe gerade gesehen, mit unserer Geisterklinge können wir auch so eine nach unten Attacke machen. Ah doch, hier sind wir auf jeden Fall neu. Dann geht das doch bestimmt mit diesem Schalter hier auf. Ah, okay. Der macht die Brücke darunter. Stirb, komisches Pokémon. Da ist auch der zweite Geisterschlüssel. Gut, dann gehen wir halt hier die Brücke runter. Und hier gibt es dann garantiert... Nee, okay, keinen Schalter. Wir müssen wahrscheinlich mit dem Stein hantieren, damit uns dieser böse, böse Laser nicht tötet. Also Stein runter. Das war ein... Achso, der Laser kommt von rechts. Okay, das ist sehr gut. Können wir den hier rüberschieben. Das ist halt alles noch mehr oder weniger Tutorial hier. Damit haben wir den zweiten Schlüsselstückstein, Stibbelidüng. Und wie kommen wir jetzt wieder hoch? Wahrscheinlich über die rechte Wand. Dann können wir doch einfach durch die Geistertür wieder durch. Hallöchen, ich habe beide Schlüsselstücke. Bitte nehme sie. Meine Opfergabe an dich. Und hier ist das Wasser nämlich doch vergiftet. Wow. Dabei haben wir doch das Wasser überall geheilt. Im ersten Ori-Teil dachte ich zumindest, aber anscheinend nicht. Und wahrscheinlich kriegen wir relativ bald hier noch eine Fähigkeit. Oh, wir können doch so schon durch. Okay, ich dachte, wir brauchen hier eine Fähigkeit, um diese Steine kaputt zu machen. Aber nope. Es geht einfach so. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder in... Howls Bau drin, oder was? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Sag doch mal. Weil wenn es da rechts weitergeht, dann ist das ja schon merkwürdig. Kommen wir doch garantiert irgendwie hoch. Wenn man einen gezielten Doppelsprung hier macht, ja, wird das schon irgendwie passen. Aber hier waren wir anscheinend noch nicht. Gibt es denn hier irgendetwas, was mich irgendwie weiterbringt? Doch hier, jetzt sind wir wieder in Howls Dingsbums. Oder nicht? So verwirrt. Ich vermute schon. Hier brauchen wir auf jeden Fall eine Stampfattacke. Wenn das... Ja, das sieht aus wie ein... Oder? Ist das ein Schalter? Bin mir not quite sure. Könnte aber sein. Gibt es denn hier sonst noch irgendwas außer komische Schleime und vergiftetes Wasser? Muss mir doch irgendwas bringen, dass ich hier bin. Also zumindest XP oder so. Aber anscheinend gar nicht. Das bringt wirklich gar nichts? Okay. Hä?
Ja, halt diese Schalter hier unten, wenn das wirklich Schalter sind. Ah, beziehungsweise... Ich würde gar nicht da hochkommen, wenn ich hier nicht durchgehe. Wir können jetzt wieder nach oben gehen, genau. Und hier gibt es ja auch noch eine komische Wand. Was gibt's denn hier? Ein Lebenskristall. Cool. Ich meine natürlich eine Lebenszelle. Haben wir jetzt aber gar nicht bekommen. Warte, hä? Braucht man mehr Lebenszellen, um einen Leben dazu zu bekommen? Guck mal, hier werden die Lebenszellen sogar angezeigt. Wir haben jetzt 4 von 80 Millionen. Aber anscheinend war das keine ganze Lebenszelle, denn wir haben nur 3 Leben. Und die hatten wir eben auch schon. Okay, weird, egal. Wir gehen hier auf jeden Fall nochmal hoch. Obwohl, ah nein, da geht's weiter, gell? Weil hier sind doch diese ganzen Mokis. Okay, ich muss doch nochmal zurück. Ich will die Story eigentlich nicht durchwaschen. Ich will mir alles angucken, was es hier so gibt. Ja, das sieht mir auf jeden Fall so aus. Oh, ein neuer Gegner. Eine komische Schnecke. Ein kleines Schneckchen. Süß. Und der explodiert noch. Aua. Okay, da muss man aufpassen. Das macht ja richtig Aua. Wir könnten jetzt links hoch. Wir könnten hier rechts hoch. Hier rechts ist aber nur der Rückweg, wie das aussieht. Dann noch eine Lebenszelle. Okay, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir hier nochmal geguckt haben. Ich mache mir das Spiel natürlich mega einfach dadurch. Aha, guck, es ist nämlich nur ein Fragment einer Lebenszelle. Und wenn die Lebenszelle dann voll ist, quasi wie bei The Legend of Zelda mit den ganzen Herzteilen, dann kriegt man ein richtiges Fragment. Oder eine ganze Lebenszelle. Sehr cool, jetzt haben wir insgesamt 4 Leben. Das hat sich gelohnt. So, jetzt können wir die Story von mir aus weitergehen. So, kleiner Moki, dann sag doch mal. Bist du ein Geist? Dann erzittere Geist. Du stehst Mock, dem Mutigen, gegenüber. Ich klinge nicht so überzeugend, ich weiß, aber ich bin mutig. Oder zumindest wäre ich das mit einer Trophäe. Einer Trophäe wie dem Schädel von Howl. Aber ein Fangzahn tut's auch, wenn dir den Schädel zu schwer ist. Ich habe Howl im Osten kämpfen hören. Vielleicht hat er eins verloren? Eine Nebenquest. Steht sogar dabei. Cool. Was man dafür wohl bekommt für die Quests? Egal. Hier oben soll auf jeden Fall dieser Ogri Kalogri sein. Und ich glaube, diesen Gegner kann man ganz gut ausweichen. Die greifen halt einmal... Okay, nein. Nein, okay, ja. Sehr schlecht gekämpft. Sehr gut, Dizzy. Aber die greifen eigentlich einmal an. Das heißt, man muss nur einmal zurückweichen. Dann kann man die eigentlich ganz easy attackieren. Hui. Das gefällt mir auf jeden Fall mit den Ranken. Ob das hier auch eine Ranke ist, die man kaputt machen kann, an die man dann ran kann? Nee. Aber man kann sein Jump ein bisschen weiterführen, wenn man in der Luft schlägt. Das ist, glaube ich, eine gute Taktik. Für später oder irgendwann. Und das sieht mir hier ein bisschen so aus, als wenn man sich auch hier unten an der Ranke anhalten könnte. Warte mal. Nee, anscheinend nicht. Na gut. Dann nicht, aber ich muss ja hier ein bisschen rumprobieren. Was bist du? Eine neue Klinge oder so. Ach, der Fangzahn. Klar. Ja, dein Fangzahn. Oh, ein echter Fangzahn von Howl. Jetzt wird niemand mehr an Mock, dem Mutigen, zweifeln. Das ist für dich. Ich bin mutig, aber ich bin auch großzügig. Tada, eine neue Fähigkeit. Nee, ein Gorlick-Erz. Ein geübter Handwerker könnte damit Gebäude reparieren. Gebäude reparieren. Aha. Gut, dann geht es ganz offensichtlich da rechts nicht weiter, sondern irgendwo hier links. Kommt man da oben mit einem gezielten Doppelsprung hoch? Ja, perfekt. Hey, hier ist einfach noch ein Baum? Okay, hi. Auch dein Licht absorbiere ich. Das geht mir hier ein bisschen zu schnell, muss ich sagen, mit den ganzen Fähigkeiten. Regeneration, stelle Gesundheit mit Energie wieder her. Das ist ja auch super doof. Warum sollte ich das denn machen? Ach, man hat hier quasi so eine Ringfähigkeits-Dingsbums, die man dann auch immer auswechseln muss. Man hat also nicht alle Fähigkeiten auf einmal. Aber das finde ich schade. Das war doch gerade das Coole bei Ori 1, dass man alles auf einmal verwenden konnte. Regeneration ist ja jetzt irgendwie lame. Nö, will ich nicht. Ich regeneriere mich doch nicht und setze dafür Energie ein, oder? Er packt das halt auf B, I don't care. Mach doch, was du willst. Dann gehen wir jetzt zu diesem Mogli-Kralogri. Und hier oben wohnt dann der Typ, oder was? Hallo, ich habe gehört, hier wohnt jemand. Ganz Interessantes. Ah, jetzt ist er wahrscheinlich wieder zu Hause. Wir waren ja bei dem Typen schon. Hallo, Mogli. Ja, da ist er doch. Der Lupo. Manusch. Oh, sei gegrüßt, ich bin Lupo. Kartograf der Extraklasse. Das war ein ganz schöner Sturm. Hat meine Karten tropfnass gemacht. Also bekommst du sie zum halben Preis, ja? Schließlich heißt es, du würdest nach einer Freundin suchen. Und was wäre dafür besser geeignet als eine Karte? Möchtest du eine Karte dieser saftigen Sumpfgebiete für 50 Geisterlichter stehen? Ja, bitte. Das klingt wie ein faires Angebot. Aber diesen Dank. Hier hast du deine Karte. Voll getropft und voll genestet. Aber anscheinend sollen wir auch hier nicht hin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll.
Ein Name kann gefährlich sein, weißt du? Zum Beispiel der Name dieses Ordens, Tintenmoor. Ich habe versucht, mit diesem Wasser meine Karten zu zeichnen und, naja, reinste Papierverschwendung. Und dennoch bin ich ein bisschen überfragt, wo ich jetzt genau hin muss. Ich meine, die haben mir irgendwie gesagt, dass ich zu diesen Lupo-Typen hingehen soll. Aber wo der jetzt genau ist, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich auch nochmal in Howells Bau nachgucken, was es da Cooles gibt. Aber erstmal holen wir uns eine neue Fähigkeit. Die Belastbarkeit. Damit erleidest du weniger Schaden. Ja, why not? Das klingt zumindest mal gut. Das ist eine defensive Fähigkeit. Kommen wir doch garantiert hier hoch. Das wird garantiert gleich runterfallen, wenn wir oben... Nein, wird's nicht. Kann man den runterschubsen? Auch nicht. Der hat so gewackelt, als wenn man da irgendwas Cooles machen könnte. Und hier wohnt doch der Typ jetzt bestimmt. Guten Tag. Ich bin Ori und ich würde gerne wissen, wie es weiter... Ja, da ist er doch, der Mogli. Katamokada? Ah, bist du auf irgendeiner Aussicht hier? Herrlich, oder? Der Brunnenquelle in all seiner Pracht. Eine ganze Generation Moki ist alt geworden, seit sich die Mühlenräder zum letzten Mal drehten. Es heißt, es gebe eine imposante... Bitte? Ich habe alles gedrückt. Ah, der alte... Was? Der verbrannte Kuro? Der lebt noch? Oh, was tut Schriek denn so weit hier draußen? Irgendwas muss sie aus ihrem Nest gescheucht haben. Irgendeine Bedrohung vielleicht. Doch wohl nicht du, oder? Du siehst harmlos aus. Das sollten wir ändern. Wie der Zufall so will, bin ich ein Waffenmeister. Oh, das ist ja teuer. Ich habe auch gerade nur 400. Guck mal, das hier ist Designfähigkeit. Lass eine Geisterkugel entstehen, die für dich angreift. Das ist dieser typische Sein. Okay, gibt's ja also doch noch. Geisterschlag. Erledigte Feinde mit einem starken Rundumschlag. Bleh. Stachel. Wirf einen mächtigen Speer aus Licht, verwendet eine große Menge an Energie. Da wird man dann diese Mana verwenden müssen, um so einen Stachel zu schmeißen. Geisterstern. Werft einen Stern, der zu dir zurückkehrt. Quasi so ein Schuriken, okay. Flamme, setze Gegner im Umkreis in Brand. Nö, ich hole mir erstmal sein. Ich glaube, das ist also ganz gut. Wenn du deine Fähigkeiten auf die Probe stellen willst, gibt es einen Geisterschrei nicht weit von hier. Der perfekte Ort, um dich zu beweisen. Unsere Wege werden sich wieder kreuzen. Halte dich bis dahin deine Waffe bereit und den Himmel im Blick. Wie setze ich denn seinen jetzt ein? Warte mal. Aha, da, die Wache. Dann packe ich den nochmal auf X. Und die Geisterklinge auf B. Und heilen auf Y. Ja. Du wirst gar nicht sein. Oh, das kostet auch Mana. Und die Viecher greifen dann anscheinend für uns an. Okay, das habe ich mir anders vorgestellt. Weil das... Der macht genau diese Symbole wie auch sein im ersten Teil. Gut, also die Klinge ist dann anscheinend unsere Standardwaffe. Ah, dann hätte ich doch lieber den Speer gehabt. Ist aber bestimmt auch ganz nützlich. Wir können es ja mal... Nein, warte, wir können es ja mal ausprobieren. Lass mich doch mal kurz. Nein, komm. Komm wieder her. Squirrel, du kannst doch bestimmt hier hochhüpfen, nicht? Oh Mann. Dann folge ich dir halt. Moment, ich hoffe, du lebst noch. Hallo? Ja, hier, spüre meinen... Oh, ja, er greift doch genauso an wie sein. Er ist aber ganz schön schwach, muss ich sagen. Also dafür, dass es eine Energie kostet. Dafür kann man natürlich mehrere davon spawnen lassen. Die deine Gegner angreifen. Aber irgendwie finde ich das nicht so geil. Dann möchte ich doch lieber den Speer haben. Voll stand da nicht bei, dass das Energie kostet. Voll uncool. Oh, aber da sehe ich doch was da oben. Ist doch schon wieder was versteckt. Das kannst du mir nicht erzählen, dass da nichts versteckt ist. Hundertprozentig. Hallo, ich sehe das doch. Lass mich da jetzt hoch. Wusste ich's doch. Haha. Nochmal 50 Dinger mehr. Ich bin gespannt, wie viel jetzt so eine neue Waffe kostet. Oh nein, der Typ ist einfach weg. Okay, er hat ja auch gemeint, dass er jetzt erstmal weggeht. Guck mal, der kann hier den Boden kaputt machen. Das Holz unter uns hat Lebenspunkte gehabt. Ich habe das genau gesehen. Kann man da reingehen? Guck mal. Aha, man kann den nämlich tatsächlich kaputt machen. Okay. Was gibt's hier? Hallo? Okay, hier gibt es auf jeden Fall Wasser, das halt wehtut. Und zwar nicht zu wenig. Ach du Scheiße. Okay, alle. Hopp. Nein, alle. Hopp, habe ich gesagt. Da unten ist aber was versteckt. Nein, ich muss da unten nochmal rein. Ich werde so sterben. Okay, man springt automatisch. Das war beim ersten Ori auch nicht so. Aber da unten ist noch was versteckt. Ich werde hundertprozentig sterben, aber egal. Ha! Doch nicht. 100 Dinger. Boah, lohnt doch. Okay. Das ist hier jetzt halt alles... Oh nein. Okay, ist voll die Jump-Man-Action. Ja komm, warte, die machen wir noch einmal kurz. Ah, kriegen wir noch alles hin. Ist doch alles easy. Ich meine, mit dem nächsten jetzt sind wir tot, aber sonst alles easy. Wie soll es hier weitergehen? Kann ich das hier schon lösen? Ich glaube nämlich fast nicht. Das dreht sich genau in die falsche Richtung. Das Wasser wird mich töten und alles andere auch. Ich glaube, hier müssen wir später nochmal hin.
Und was ist hier oben noch? Noch so ein Gorlek-Erz, womit wir Gebäude heil machen können. Okay. Habe ich nichts gegen? Warte, komme ich nicht mehr zurück? Ist nicht dein Ernst, ich komme nicht mehr zurück? Aber ich sterbe hier doch hundertprozentig. Oh nein, ich komme einfach nicht mehr zurück. Da sind Stacheln und ich komme nicht mehr an das Moos ran. Alright, dann lass versuchen, da lang zu gehen. Wird aber sowieso nichts. Weil ich erstens nicht weiß, wo ich da drauf stehen kann. Ach, man kann... Okay, ja nee, dann ist ja super easy. Hier wäre jetzt die Fähigkeit gut, dass man an den Wänden bleiben kann. Hui! Schleim darunter fällt, auch nicht cool. Ich habe die Befürchtung, da unten gibt es noch irgendwas und überhaupt gibt es hier überall irgendwas. Ach, hier ist der Tintenbohrschrein. LOL! Gut, dann würde ich sagen, den Tintenbohrschrein schauen wir uns beim nächsten Mal an. Und was ist das mit dieser Folge? Ist sehr viel Neues, an das man sich auch erstmal gewöhnen muss. Vor allem mit diesen Nahkampfdingern und so. Aber passt schon. Auch mit dem neuen Fähigkeitenbaum und sowas. Ja, dann war es das auch in dieser Folge. Beim nächsten Mal dann in die Kampfschreien. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und tschüss.